Hallihallo Leute, weiter geht es mit Let's Play Shutter. Und ja, ich bin wieder am Anfang. Ganz einfach aus dem Grunde, weil ich es mir nicht alleine antun will, hier nochmal durchgehen zu müssen. Aber jetzt können wir zumindest lesen. Ah genau, ich bin im Irrenhaus angekommen. Oh, wie erschreckend. Und was sagt er danach? Better start investigating for the report. Ja, also wir sollen jetzt Nachforschungen anstellen für einen, ja, Rapport. Für eine Zusammenfassung, für eine Geschichte. Für die Abendnachrichten. Wir brauchen erstmal den Schlüssel, der sich ja hier befindet. Ja, komm, gib das Ding her. Ich kenne das schon, das ist nicht mehr erschreckend. Ich mach mal wieder meine Nachtsicht an. So, wunderbar. So, und die Tür geht auf. Das ist hier alles wunderbar. Dann haben wir wieder unser... Was bist du nochmal? Orbitoclast. Ja, nehmen wir wieder unseren Orbitoclast mit. Und jetzt aufgepasst. Okay. Das ist immer noch ein bisschen schockierend. Aber nur ein bisschen. Gut, jetzt können wir nämlich hier oben hin. Ich lasse es am besten mal Nachtsicht gleich direkt an. Ja, genau. Sure, I can open this vent with a tool. Ja, dieses Tool haben wir. Und jetzt kriegen wir wieder rein. Und sehen... Oh mein Gott, da liegt eine Leiche. Wir gehen drauf zu und... Es wäre jetzt wirklich sehr lustig, wenn jetzt irgendwas anderes passiert. Wenn sie angerannt kommt oder so. Da würde ich mir schon ziemlich... Ein paar Lustern. Aber nein, es passiert nichts anderes. Gut, wir sind wieder in unserem Vent. In unserem Kanal hier. In unserem Schacht. Und wir kriechen. Und wieder hört man unsere Schuhe. Unsere Spuren auf dem Boden. Obwohl wir ja wahrscheinlich auf den Knien lang rutschen. Was nicht viel Sinn ergibt. Aber die Spannung doch um einiges erhöht. Ja, und ich spiele immer noch mit dem Gedanken, nehme ich diesmal das Zeug mit, diese Tabletten oder nicht? Ich meine, es wäre ja ziemlich trocken, wenn ich dann nochmal sterben würde, weil ich wieder die falschen mitgenommen habe. Aber ich weiß nicht. Oh, kam hier irgendwas? Ich weiß es gerade nicht mehr. So. Nein, hier. Oh. Oh ja, genau. Das ist cool. Ich mach das wieder an. Mir gefällt das hier nicht. Ah. Okay, ich wusste nicht mehr, dass das kommt. Gehen wir nochmal da rein. Weiter. Nein, du sollst da reingehen. Ja, mittlerweile weiß ich, dass ich den Schacht hier mit einem Tool aufmachen kann. Mit einem Werkzeug. Also geh weg. Aber was kann ich hier anklicken? Warum sind hier Fragezeichen? Ich verstehe das nicht. Es ergibt keinen Sinn. Genau, hier war es dunkel. Aber kein Problem mit meinem Nachtsichtgerät. Ist hier nicht diese komische Zumpe lang gelaufen? Genau da. Warum ist die jetzt nicht da? Wo ist die Zumpe? Zumpe? Oh, 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 okay, okay. Oh, oh, sie moonwalkt. Sie moonwalkt vorwärts. Das ist cool. Nee, eigentlich ist das gar nicht. was? What the hell is that? Ja, die Zumpe ist schon lange vorbei. Du bist ein bisschen zu spät, Kumpel. I remember that thing from my dream. What the hell? Vor allem, I remember. Oh Gott, ich soll mich nicht darüber lustig machen. Ansonsten rächt sich das Spiel noch auf ganz üble Art und Weise an mir. Ich sehe schon kommen. Gut, aber hier war, glaube ich, auch nichts. Aber lustig, was ich eben in 20 Minuten gemacht habe, habe ich jetzt so in 3 Minuten gemacht. Ah, ah. Ja, ja, das ist aber bereits an. Ah. Okay. Wir waren eben... Ah! Mann, hör doch auf mit dem Scheiß. Das erschreckt mich irgendwie immer wieder. Wir waren hier drin, oder? Nee, genau, davor kam noch was anderes. Davor kam noch was anderes. Ich bin gewappnet. Ah! Ah! Das meinte ich nicht. Was ist das? Eine Box. Nee, hier war das, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, geh weg. Okay. Was ist das? Hat den Sack über dem Kopf, der Typ? Was ist das überhaupt? Ist das ein Mensch? Nein, geht's hier rein? Ach nee, hier stand Star Wimp. Irgendwas komisches. Genau, da wollte ich ja nicht rein. Hier ging's rein, genau. Und hier gab's den Schlüssel. Hallo? Machen wir mal das Nachtgerät wieder aus. Genau, hier gab es diese Tabletten.
Welche? Calm pills. This will help me calm. But I can be... Was? What can be deadly if I choose the wrong one? Ja, ich will die nicht schon wieder mitnehmen. Ich habe keinen Bock, schon wieder zu sterben. Das wäre ein bisschen... Das wäre echt ein bisschen doof. Wenn ich noch ein drittes Mal hier rein... Ach ja, genau, die Tür geht zu. Wenn ich noch ein drittes Mal reinlaufen müsste, da habe ich irgendwie keine Ambition zu. Deswegen nehme ich den Key mit, der hier auf dem Tisch liegt. An old key. I took it. Gut, gehen wir wieder raus. Und jetzt beginnt zu... Was? Stand das eben auch schon da? Jetzt beginnt, so gesehen, neues Gebiet. Was ist das? Ach, das ist die Tür! Wir... Ach, wir können die Tür mit unserem Arsch öffnen und schließen. Du hast aber Talente, du. Kein Wunder, dass sie dich hier reingeschickt haben, wer auch immer du bist. Hier war die andere Tür, oder? Möchte ich da rein? Habe ich eine Wahl? Hallo? Scheiße. Okay, die Tür geht von alleine zu. Das ist auch nicht schlecht. Sie geht anscheinend immer von alleine zu. Es ist mir viel zu dunkel drinne, so ein bisschen. Ein Stuhl. Okay, das ist nur ein Stuhl. Das ist nur ein Stuhl. In Amnesia konnte man die Dinger aufheben. Kann ich das hier auch? Nee, aber ich kann den Stuhl... Doch, ich kann ihn... Was machst du mit... Alles gut. Alles gut. Ich bin zwar nicht deine Mami, aber die wird mit Sicherheit auch hier irgendwo rumlaufen. Ich will ehrlich gesagt gar nicht wissen, wo die ist. Okay, da gehe ich schon mal nicht rein. Also, man merke sich, wo der Stuhl liegt, da will ich nicht hin. Könnte ich da theoretisch rein? Nein, umso besser. Umso besser. Jetzt mal ganz im Ernst, Leute, irgendwie mag ich dieses Spiel nicht. Ja, Fässer, die bringen mir aber irgendwie nichts. Irgendwie mag ich dieses Spiel nicht. Da liegen Schlüssel, okay. Ich schaue mich hier erstmal mache ich das hier aus. Ach, dann ist es gleich viel heller. Ein Glück, du. Wir können irgendwas greifen. Ach, wir können Licht anmachen, was im Grunde irgendwie null bringt, oder? Ja, gut, doch, ein bisschen. Wir können Licht anmachen. Das ist schon mal nicht schlecht. Ach, wir können auch springen. Ist doch ein bisschen doof mit dem Springen hier, weil es auf einer unglaublich beschissenen Taste ist. Es ist auf J und egal, wie man seine Hände auch legt, man kommt nicht an J. Also wenn wir im Notfall mal springen müssen, aus irgendeinem Grund, weil hier plötzlich Hochwasser ist oder so, wären wir wahrscheinlich tot. Was ist das hier? Kann man das mitnehmen? Nein. Es geht wahrscheinlich ohnehin nur um die Schlüssel. So. An old key! Ja. Sogar eine ganze Menge old keys. Ist die Tür dicht? Nee, die würde so aufgehen. Ach, scheiße. Okay, aber in welche Richtung geht das eigentlich? Ich will nicht in den Babyraum, deswegen gehe ich erstmal hier durch. Okay. Was? Der geht ja gar nicht. Das ist ein... Was bist du? Was ist denn jetzt kaputt? Warum können wir nicht rennen? Was ist denn? Ich will weg. Das war so ein Ding aus Resident Evil. Ist der weg? Ach du meine Fresse. Ich dachte zuerst, das Ding verschwindet nach ein paar Sekunden. Wie der andere. Aber nein, anscheinend. Ey, sag bloß, dass der weg ist. Was? Oh, der ist nicht weg. Ey, hab ich verloren? Ist mal ganz im Ernst, hab ich verloren? Leute? Nee, jetzt mal ohne Witz, habe ich verloren? Ich gehe mal ein Stück weiter zurück. Und warum kann ich nicht rennen?
Jetzt mal ernsthaft, das ist ein Notfall so gesehen. Du bist in einer Psychiatrie und da sind Verrückte oder keine Ahnung, was auch immer das ist. Und du Type, du kannst nicht rennen? Du kannst mit deinem Arsch eine Tür öffnen und schließen, aber du kannst nicht rennen? Ist das ein Scherz? Ach doch, Moment mal. Das soll Rennen sein? Ich glaub's nicht, oder? Moment mal, ich teste mal irgendwas aus. Lauf. Lauf, 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 lauf. Okay. Und nochmal zurück. Und jetzt rennen. Ey. Sag mal, wiegst du 168 Kilo oder wie kann man sowas als Rennen bezeichnen? Aber komm, jetzt sei resettet. Ja, er backt sich gegen die Tür. Aber ernsthaft, wie komme ich an dem vorbei? Jetzt mal im Ernst, wie komme ich an dem vorbei? Kann ich an dem vorbei rennen? Oh Gott. Mann, Spiel, das ist so ein bisschen aussichtslos, was du hier gerade machst. Du schaffst ein Monster, welches durch die Tür backt und... Ich geh nochmal hier rein. Wisst ihr, Leute, da ich anscheinend sowieso keine große Chance mehr habe, jetzt da durchzukommen, ich versuch's nochmal mit den Pillen hier. Oder was ist das hier? Kann man das mitnehmen? Das konnte ich beim letzten Mal schon nicht mitnehmen. Ach Gott, oh Gott. Okay. Hier gab's nur die Schlüssel. Und da das Viech nicht resettet und ich daran wahrscheinlich vorbei muss. Gut, wir haben jetzt noch eine 50-50 Chance, dass es funktioniert. Das hat beim letzten Mal nicht funktioniert, deswegen die oder die, die liegen. Ich nehme einfach mal die. Okay, wir leben noch. Campus, this will happen to come, but it can be deadly if I choose the wrong, if I choose the wrong run. Ja, toll, aber kann man davon mehreren mitnehmen? Ist das zum Heilen oder? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe die richtigen mitgenommen. Ey, scheiße, ich habe da keinen Bock zu. Ah, was? Was? Hat der mich gerade durch die Tür? Ey, wie bist du denn drauf? Okay, das ist so ein Iron Maiden aus Resident Evil, aber 1:1. Doch, wie komme ich an dem vorbei? Gar nicht, oder? Ich glaube, ich habe irgendwas auf der Linse. Ich glaube, der tötet. Wie komme ich dran vorbei? Gar, ich komme da nicht dran vorbei, oder? Das Spiel ist gelaufen. Was? Warum ist denn das so? Oh, der grunzt wie ein Schwein. Ja, komme ich nicht dran vorbei, oder? Ja, komm raus. Komm raus. Wir sind. Okay. Das finde ich jetzt gerade so ein bisschen verwirrend. Aber gut. Ich war ja noch nicht weit. Ich werde nochmal an die Stelle zurückspielen und dann sehen wir uns dort dann weiter. Nur diesmal weiß ich, dass ich durch die andere Tür gehen muss. Also, bis gleich, ne? Hallo Leute. Weiter geht es, da bin ich wieder und ich habe mittlerweile auch was herausgefunden und zwar, man kann hier speichern. Oh ja, das kann man. Ja, wäre schön gewesen, wenn ich schon im Vorfeld herausgefunden hätte, dann hätte ich nicht nochmal wieder hier hinlatschen müssen, aber naja, man kann nicht alles haben. Gut, es kommt mir irgendwie so ein bisschen heller vor. Also ich bin wieder in einem Raum, wo es die schönen Tabletten gibt, aber ich nicht weiß, was ich damit machen soll. Ich nehme es einfach nochmal mit, das hier waren die guten, jo. Jo, die konnten wir essen. Super. Das Klebeband hier, damit können wir anscheinend nichts machen. Na gut. Okay. Hier gab es ja allgemein nichts mehr. Ja, da lief irgendjemand. Das war so. Das wahrscheinlich auch nur der Hausmeister, der da oben gerade nach Ratten sucht oder die Fenster lüftet. Es sieht hier nicht so aus, als ob hier öfter mal gelüftet wird. Wobei, ich sehe hier eigentlich gar keine Fenster. Aber beschäftigen wir uns nicht damit, sondern eher... mit der Frage, wo das Ding hierher kommt. Was ist das? Kann man damit irgendwas machen? Hä? Ach genau, wir können Türen mit unserem Arsch öffnen. Ich habe schon wieder vergessen. Okay. Okay, Night Vision. So.
Und dann ging es ja hier. Okay, diesen Soundeffekt hatte ich vergessen. Gehen wir da rein. Ach, wir brauchen auch genau den Key. Ich habe den Key jetzt gar nicht mitgenommen. Oh, ich Lausebub. Wo ist denn der? Der liegt hier auf dem Tisch, oder? Oh yes, there's an old key. Ja, gib ihn her. So. Gut. Hier ist die Tür, ne? Genau, jetzt können wir hier rein. Ist das schon die Tür gewesen? Also, ist es schon der Raum gewesen, an den ich gerade denke? Ach, das war der Raum mit dem komischen Baby, was? Und dem Stuhl, der... Genau, der Stuhl bewegt sich. Ich will da nicht hin. Erstmal gucke ich, ob es hier nicht noch irgendwas gibt. Obwohl, die Tür, die geht auf, oder? Ja, genau, genau. Ja, mit Schlüssel geht sie auf. Ja, ist gut. Oh Gott. Ja! Ey, ohne Witz. Gott, es ist nur ein ganz normales Baby, was irgendwo im Kinderwagen schreit. Draußen, auf der Straße, im Park, keine Ahnung. Aber hier in diesem Spiel, das macht die, ich weiß nicht, die Atmosphäre irgendwie so düster. Gut, gibt es hier noch irgendetwas? Wie sieht es eigentlich ohne Night Vision aus? Auch nicht schlecht, gut. Okay, hier war dieses Resident Evil Drecksviechmonster drin, da gehe ich nicht rein. Wir brauchen aber einen Schlüssel, der liegt hier. Ja, nimm ihn doch mit, Kumpel. Wie heißen wir eigentlich? Keine Ahnung. Wie heißen wir? Horst. Wie heißen Horst? Warum? Ach, in jedem Spiel, wo ich nicht weiß, wie ich den Protagonisten nennen soll, nenne ich ihn Horst. Meistens. Oder Mickey. Aber nein, der hier scheint fett zu sein und ungelenkig. Der heißt Horst. Gut, möchte ich da jetzt reingehen? Oh oh. Hallo? Ja, da hinten, da steht was, oder? Genau da. Steht da was? Ih, da liegt ja auch was. Ih, da liegen halbe Menschen. Oh, was? Bin ich tot oder bin ich im neuen Bildschirm?